meine Hübschen, da bin ich wieder, euer Tadiwut, und ich möchte euch einmal kurz das neue Tugendsystem hier in Herr der Ringe Online mit dem Update 24 ein klein wenig erklären, denn einige haben da scheinbar noch Probleme. Wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier auf jeden Fall zwei Tugendskillungen anzulegen, ähnlich wie bei den Skillbäumen, wie ihr das ja schon kennt. Können wir jetzt hier zwischen 1 und 2 hin und her schalten. Wenn ihr mehr braucht, dann könnt ihr das mit Mithril-Münzen freikaufen. Ich habe erstmal aktuell einen Skillbaum sozusagen angelegt, meinen Standardbaum. Und ob ich noch einen zweiten anlege, das muss ich dann mal schauen. So, hier oben sehen wir ganz normal die Tugenden, die ich angelegt habe. Das können wir alles so lassen. Ja? So, jetzt haben wir hier bei diesen Tugenden darunter ganz viele Zahlen. Hier steht eine 58, bedeutet letztendlich, diese Tugend ist gerade auf der Stufe 58. Hier die 59 wäre quasi dann logischerweise die nächste Stufe, die diese Tugend dann letztendlich erreichen kann oder erreichen wird nach der 58. Und darunter steht dann 58/60, bedeutet letztendlich auch, diese Tugend ist auf der Stufe 58 und die Maximalstufe wäre 60. Über 60 hinaus kann man diese Tugend nicht leveln. So, wie levelt man nun die Tugend? Ganz einfach, durch das Abschließen vom Buch der Taten. Ihr wisst es noch aus ferner Zukunft, sage ich mal, man hat für das Buch der Taten immer diverse Tugend bekommen. Muss ich mal schauen, ob wir hier irgendwo eine Tugend gerade frei haben. Oder haben wir das eventuell sogar hier? Muss mal kurz durchblättern. Denn man kriegt jetzt keine Tugend mehr. Genau, hier haben wir stehen. Man kriegt jetzt keine Tugenden mehr. Denn jetzt kriegt man durch das Abschließen diverser Buch der Taten, bekommt man so 2000... Tugend-Skill-Punkte in dem Sinne. So. Das heißt, wenn wir jetzt eine Tugend, einen Buch der Taten-Eintrag abgeschlossen haben und wir kriegen zum Beispiel 2000 Tugendpunkte, dann wird dies einer Tugend gutgeschrieben. So, aber wie geht das nun? Ja, wir müssen einfach nur hier auf dieses Bildchen klicken. Wenn wir jetzt hier auf dieses Tugendbild geklickt haben, steht dort Erwerb. Ne? Also ich kann jetzt da drauf klicken, dann steht dort Erwerb. Oder ich klicke hier drauf und dann steht da wieder Erwerb. Dieses Erwerb bedeutet letztendlich, diese Tugend ist jetzt aktuell dafür ausgerüstet, dass alle Tugendpunkte, die ich durch das Abschließen vom Buch der Taten erhalte, die werden jetzt alle dieser Tugend hier gutgeschrieben. Ist die Tugend dann irgendwann voll, dann wird automatisch an die nächste Tugend ausgewählt, wo dann die Skillpunkte sozusagen drauf landen. Ja, also wenn ihr sozusagen eine Tugend voll habt, dann klickt ihr einfach hier auf das Bild, dass da dort dann Erwerb steht und dort landen dann die nächsten Tugend-Skill-Punkte letztendlich drauf. Mehr ist es eigentlich nicht. Ist relativ einfach, wenn man das so sehen möchte. Ne? Und ja, ich hoffe, euch hat es einigermaßen geholfen, das System euch ein klein wenig näher beizubringen. Und wenn nicht, ja, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche auf jeden Fall dann irgendwie mal euch dann weiterzuhelfen. Ne? Ciao, ciao.